Das kann ich auch. Gut, ne, konnte ich mal. Dafür kann ich jetzt das hier. Was, wie du siehst, wesentlich mehr Schaden macht. Camper Ansgar. Ansgar Sören, Junge. Echt jetzt. Yay, dem, dem, dem. Du bist eine Hafennutz. Mit einem weichen Kern dabei. Ernsthaft, Neidelchen, überleg mal, was du hast. Paras! Kennst du meinen Eisenschwein? Eisenschwein ist cool. Das macht vor allem ordentlich Schaden. Blutsauger. Das dicke Blutsauger. Komm, Doppelkill mal runter. Bam, tot. Ach ja. Nö. Zeig mir dein Paras. Eisenschwein, geh weiter. Nein, ich mag keine Schlafenbuch. Ich wünsche mir so sehr die Pokéflöte zurück. Es war so praktisch, den Kampf einzusetzen. Aber hier geht das ja nicht. Oh, Dizzy, auf zu pennen, ey. Feines Blutsauger. Oh, Dizzy. Wie er am Pennen ist und wie er nicht aufwachen will. Schrecklich. Boah, nee, er pennt immer noch. Ich meine, es macht nur einen Schaden. Das nächste Paras sollte... Na, Paras 6 oder? Kennst du mal den Eisenschweif? Ein Schweif, der so hart ist, wert. Ich hab nichts gesagt. Ihr habt nichts gehört. Beomorph schwört ja auf Parasek. Der wäre ja so cool. 33. Franziska wurde besiegt. Du machst Witze. Nö. Uff, uff, uff. Ich habe 6 Trainer nichts zu tun, aber ich habe mich hier gewartet. Ich besiege, nachdem die 4 Kämpfe sind. Ich habe vergessen, meinen Preis abzuholen. Von der Kleinen. Streber Tilo. Tilo, let's go. Schon wieder ein Porygon. Du bist ein Normal-Pokémon. Doppelkill. Schöne Sache. Zieh die Hälfte ab. Und sollte jetzt auch. Dankeschön. Seltene Pokémon bringen irgendwie sehr viel EP. Nö, ich bin nicht müde. Hier, Kleine. Ich wollte meinen Preis haben. Nugget. Schon wieder. Oh, ein Ass-Trainer. Nico! Nico! Rihorn! Yep. Ihr hättet mal sehen müssen, wie mein Kopf gerade so mit dem Balken mitgewandert ist. Shilok, ja, Shilok möchte ich gerne mit neuen Time besiegen. Ach ja. Oh, komm schon. Nein, Nui. In die Fresse, in die Fresse, in die Fresse, in die Fresse. Was tut mir das? Hab ich nicht schon einen Turtok mit Nui besiegt? Was will er da mit dem Shellhawk? Mir ein Level abgeben. Gefällt mir. Schild ist eine Schwachsinnsattacke. Total verarscht. Texo. Ja.
LP Error, komm mal her. Unser kleines Errorchen. Was sagst du denn hierzu? Was sagst du denn zu dem Bluetooth? Ist das stark oder ist das nicht stark? Also mittelmäßig sagst du. Oh, gib dir mal fast das Level ab. Perfektes Team. Ja, ich weiß. Ja, was haben wir denn da oben? What the fuck? Bist du Misty? Oh, dann verzieh dich mal ganz schnell in die Arena. Hier, Bill, bist du eigentlich zu Hause, Digga? Nee, ist nur der Opa von Bill. Ach ja, stimmt, er will das Pokémon sehen, das sich Schlurp nennt, was ich auch noch später mir holen werde, irgendwie, wenn es auf der Silbernen überhaupt geht. Wenn ja, werde ich es mir holen, aber außerhalb des Races. Heil mich mal, Kleiner. Am spät dran, Pokémon-Sender, heilen, yo. Gucken wir mal. Uah, wollen wir uns mal anders hinsetzen? Ich sitze jetzt schon seit knapp einer Stunde so. Oh. Haben wir uns mal umgesetzt. So, Kleines. Kann ich nicht hier an der Seite hinlaufen? Doch, kann ich. Wunderbar. Welches Pokémon habe ich denn zuerst? Kilo. Okay, probieren wir es erstmal mit Kilo. Komm her. Ich habe dich erwartet von der Nervensäge. Ich bin keine Nervensäge. Die Nervensäge bist und warst immer du. Und Gott, du siehst gar nicht mal so schlecht aus. Du hast zwar keinerlei Ähnlichkeit mit Misty, aber du siehst gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine jetzt für Pokémon-Verhältnisse. Komm her, Kilo. Zeig dem Kleinen mal deine Brust. Sei mal tot von wegen, Los, Nui! Rasierblatt! Rasierblatt, nun zieh mal ein bisschen durch. Au! Das könnte weh tun. Das hat weh getan. Alles lang. Lapras, nö. Lapras mach ich für selbe Weise fertig. Nur nö, das machen der Bodyslam zuerst. Weil vielleicht paralysiert's ja. Blizzard Eis, schlecht, ganz schlecht, 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 schlecht. Tot. Komm her. Furby, komm her. Stampfen wir uns halt hier durch die Arena durch. Sonst nichts anderes übrig bleibt, muss halt das gehen. Was muss es werden? 57. Hau mal rein. Immer schön stampfen. Wir stampfen uns durch Kanto. Sofern es uns erlaubt ist. Das stärkste Pokémon ist immer noch das Stami. Das ist ziemlich cool. Können wir schön oben drauf den Diamanten zerstampfen. Schöne Sache, tot.
verloren, meiner. Ja. Ist gut. Nein, gibt es nicht. Das liegt einzig und allein an meinem Entei und da ist ein legendäres Pokémon, das passt das Ding nur einmal. Und deswegen, fick dich. So, genug davon, würde ich jetzt sagen. Ziehen wir uns jetzt mal runter ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach links. Moment. Kriegen wir hier irgendwo. Ja. Noch gar nicht. Hast du ein Ticket für mich? Du hast keinen Fahrschein. Ätzend. Irgendwas musste ich mal mit der Kleinen hier machen. Die hat auf jeden Fall den Fahrschein für mich. Das weiß ich noch. Urania City. Wo liegt denn Urania City? Moment, wir haben doch eine eingebaute Karte, die sich abfilmt. Da. Okay, irgendwo auf dem Weg darunter hast du sie verloren. Das heißt, wir dürfen da unten jetzt alles absuchen für diesen dummen Fahrschein. Hast du eine Pokepuppe gefunden? Nö. Anscheinend nicht. Schlecht. Gibt es hier irgendwo eine Pokepuppe? Nein, nicht. Ein Abra. Was ich niemals zu einem Simsalabiter weiterentwickeln würde. Und jetzt halt viel zu spät kommt. Denn hier eine Puppe. Hast du eine Pokepuppe gefunden? Nö, check nicht. Hast du eine Pokepuppe gefunden? Was ist denn hier jetzt drin? Ich brauche eine Pokepuppe. Hast du eine Pokepuppe gefunden? Ja, die gehört die Pokepuppe. Komm. Damit haben wir unsere Pokepuppe. Für das kleine arme Mädchen. So, Mädel. Komm mal her. Ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Damit haben wir endlich einen Fahrschein. Das heißt, darum müssen wir uns nicht mehr kümmern. Das finde ich sehr positiv. Damit gehen wir hier durch. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir dann rauskommen. Ach, hier kommen wir raus. Hier war die Pflanzenarena, wo? Hier war die Pflanzenarena. Zerschneider wird eingesetzt. Schöne Sache das. Eine Arena voller hübscher Mädels. Ich glaube, sowas in der Richtung sagt der Kerl. Nicht sein. Ich muss da irgendwie lang.
Ja, jetzt habe ich vergessen, den Derby nach vorne zu tun. Egal. Sagt 10 hier. Ja. Guck mal, was wir vorne haben. Dizzy. Kleine Satzenia kennst du mal. Anscheinend ja. Und du hältst auch so eine Attacke, die so viel Schaden macht. Das ist wiederum nicht so erfreulich. Ob du Fluchwerk sind, ist mir jetzt egal. Tackle. Totgetackle. 34, nice one. Ja. Furby. Bluten wir uns hier mal durch. Und gehen in die Arena-Leiter, setzen wir dann nur Flammenwurf ein, dann hat sich das. Blut scheint anscheinend einiges an Schaden zu machen. Ich kann gar nicht drücken, ich habe die Hände besetzt. Weiter geht's. Oh, wir haben verloren. Status. Tausch. Gegen Furby. Erst die, dann wahrscheinlich gegen die. Die haben nur Mädels. Ja. Versuche mich aufzuhalten. Blut, fertig. Und nein, ich möchte nicht wechseln. Ich möchte einfach nur weiter. Papua Neuguinea. Zeig mir deinen Papua Neuguinea. Damit ich es weglooten kann. Ach, ich mag Blut. Blut ist ein schöner Tag. Ich gerade die beiden Entwicklungen davon kaputt machen. Und zwar alle mit derselben Attacke. Danke. Also hier wird sich Furby wieder sehr bezahlt machen. Ojo. Hast du Blumen betrachtet oder nicht? Blumen. Eindeutig die Blumen. Eindeutig Blumen. Corina setzt Paras ein. Kennst du Paras, kennst du eigentlich meinen Glut. Ah, ich hab wieder ein ganz Deutsch drauf. Ich bin wieder so herrlich gut in Deutsch heute. Owei. Owei, owei, ein Owei. Ich glaube, den Spruch habe ich damals in der blauen Edition aufgebracht. Keine Ahnung. Egal. Ist mir vollkommen egal. Parasect. Nein. Dankeschön. Schönheit Corona wurde besiegt. Wie ärgerlich. Ich auch. Hallo, schönes Wetter, nicht wahr? Ich könnte nicht einschlafen. Ich heiße Erika, Arena-Leiterin. Yoto, entschuldige, ich kann nicht kämpfen, willst. Nun gut, jedenfalls nicht verlieren. Doch! Aber die Arena-Kämpfe haben richtig geile Musik. Nimm uns da Flammen werfend durchbewegen. Ist es relativ einfach. Und Furby sollte auch...